letzte Spiel der Herbstrunde berichten wir vom Spiel SC Bad Zwarbrunn gegen den SV Stegersbach. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Wladimir Lukinic und seinen Assistenten geleitet. Bad Zwarbrunn beginnt gleich offensiv. So dauert es nicht einmal 5 Minuten bis zur ersten Torschance. Eckball für Bad Zwarbrunn. Stanislav Morach bekommt den Ball, schießt von Eck vom 16er und trifft ins lange Eck. Damit steht es bereits in der 7. Spielminute 1:0 für Bad Zwarbrunn. Jetzt versucht Stegersbach auch, sich dem Zwarbrunner Tor zu nähern. Jetzt pass! Nun, das war nichts. Eckball für Stegersbach. Der Ball findet aber nicht die Richtung zum Tor. Was machen die Zwarbrunner mit dem Eckball? Nach einem Pass wird gleich aufs Tor geschossen, vom Tormann abgewehrt. Nachschuss, wieder abgewehrt. Wieder abgewehrt von einem liegenden Spieler. Und wieder wird ein Schuss von einem Abwehrspieler aus der Gefahrenzone geschossen. Einwurf für die Gäste. Stegersbach versucht es mit einem Weitschuss. Aber auch dieser Ball landet in den Händen des Tormanns. Wieder ein Angriff von Stegersbach. Michael Rodler versucht sein Glück, wird aber vom Tormann abgewehrt. Eckball für die Gäste. Peschel versucht es mit einem guten Schuss. Aber durch die vielen Spieler im Strafraum verliert der Ball die Richtung und Geschwindigkeit. Strobel schießt nach und verfehlt knapp das Tor. Ein Traumpass der Zwarbrunner. Kopfball. Benjamin Bachler läuft, schießt und trifft zum 2:0 in der 35. Minute. Nach einigen Fouls und kleineren Chancen beendet Schiedsrichter Lukinic die erste Halbzeit mit einem Spielstand von 2:0. Ja.
Auch in der zweiten Halbzeit dauert es nicht lange bis zum ersten Tor. Nachdem die Gäste die erste Offensive gestartet haben, starten die Saarbrunner einen Gegenangriff. Andreas Strommer sieht den Ball, läuft und schießt. Tor für Bad Saarbrunn in der 47. Spielminute. Neuer Spielstand 3:0. Da die Saarbrunner schon mit 3:0 führen, beginnen sie jetzt mit Spielern auszutauschen und den Reservespielern auch die Möglichkeit zu geben, in der Meisterschaft zu spielen. Dass sich der Schiedsrichter mit Zuschauern unterhält, ist ein wenig unüblich. Freistoß für die Gäste. Chance vorbei. Foul im Strafraum. Schiedsrichter Lukanic entscheidet auf Elfmeter für SV Stegersbach. Dominik Nöst lässt sich diese Möglichkeit nicht entgehen und trifft zum 3:1 in der 67. Minute. Nachdem Thomas Kubik den Ball bekommen hatte, trickst er den Verteidiger und den Tormann aus und erhöht den Spielstand auf 4:1 in der 77. Spielminute. Bereits 6 Minuten später sehen die Zuschauer das nächste Tor. Benjamin Bachler bekommt den Ball, läuft Richtung Tor, schießt und vergrößert den Vorsprung auf 5:1 in der 83. Minute. Der nächste Angriff des Saarbrunner ist in Anmarsch. Pohr bekommt den Ball, gibt weiter an einen seitlichen Spieler, der weiter zu Thomas Kubik, der den Ball ins Tor lenkt. 85. Spielminute, neuer Spielstand, 6:1. Ein letzter Freistoß. Ein letzter Eckball. Dann beendet Schiedsrichter Lukanic nach 90 Minuten das Spiel SC Bad Saarbrunn gegen SV Stegersbach mit einem Endergebnis von 6:1. Ja, dann war das los, meine Damen und Herren.